willkommen, Arthur Tränkle. Schön, dass du heute mein Gast bist. Hallo Sam, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir hatten ja schon vor einiger Zeit mit dir zu tun, also Mittelerde TV. Der Daniel hatte dich vor der Kamera und da ging es um diesen wunderbaren Tesla-Oszillator. Ich habe mir das erstmal aus der Ferne angesehen, bin dann aber in den Genuss gekommen, so ein Gerät mal, ich sag, zu probieren, ja? Und habe jetzt auch tatsächlich schon einige, ja fast Monate dann hinter mir, mit dem Gerät zu arbeiten und ich bin schwer begeistert. Vielleicht aber für unsere Zuschauer, die noch nicht das Video kennen von dir und Daniel, dieses Tesla-Gerät, wie funktioniert das denn? Da heißt es so schön Hochfrequenzgerät, klingt ganz wichtig, aber um ehrlich zu sein, so richtig verstanden, wie ich es jemandem Dritten erklären kann, habe ich noch nicht. Vielleicht heute über dich. Bitteschön. Ja, sehr, sehr gerne. Also Hochfrequenz heißt ja die normale Frequenztaktung. Unser Herz hat eine dementsprechende Frequenz. Und das wird dann in einen sehr hohen Frequenzbereich 150 Millionen Mal in der Sekunde getaktet. Ja, also es kann unser Auge, das kann nur noch ein Messgerät praktisch wahrnehmen. Aber dadurch sind wir im Radiowellenbereich und die Radiowellen ist eine Kommunikationsform unserer Zellen. Das heißt, wenn du jetzt unseren Zellen eine dementsprechende Information gibst und auch Energie, können die ganzen Stoffwechselprobleme, die tagtäglich anfallen, ja, wenn die Nahrung zu uns, Wasser zu uns, die atmen und dadurch entstehen Stoffwechselreste und die müssen auch wieder raus. Und das kannst du mit Hochfrequenz verbessern. Die Basis ist einmal das Wasser wird hexagonal gemacht, man trinkt das Wasser. Und durch die Befeldung dieser Hochfrequenzenergie fangen die Körperprozesse an, besser zu laufen. Ja? Und das bedeutet, die Zelle ist vitaler und, denke ich mal, kann auch einen Tick länger leben als normal. Ja, das mit dem Wasser, da hast du was Wichtiges angesprochen, konnte ich ja erst auch nicht glauben. Also, dass Wasser nicht schmeckt wie Wasser. Wenn man einmal das Tesla-Wasser getrunken hat, möchte man nicht mal mehr seine tolle Filteranlage nur nutzen, sondern es geht gar nicht mehr anders als dieses hexagonale Wasser, was du eben mit diesem Tesla-Oszillator herstellen kannst, zu verköstigen. Auch nur das Wasser zu trinken, hatte ich jetzt für mich das Gefühl, macht schon was im Körper. Absolut. Und wir haben ja viele Fallbeispiele, wo Menschen bei Pflanzen nur dieses hexagonale Wasser mit Hochfrequenz aufgeladenen Pflanzen geben. Und es gibt Pflanzen, die sind einjährig und auf einmal sind die über 3 Jahre beim Besitzer, ja, im Haus. Also unglaublich. Und es geht auch auf Paracelsus zurück. Paracelsus hat vor 500 Jahren seine Medizin, die er hergestellt hat, hat er ja immer Wasser gebraucht und hat Wasser nach einem Gewitter gesammelt. Warum? Dieses Wasser war ionisiert, war energetisiert und hat es dann für die Wirkstoffe eingesetzt, damit diese Stoffe auch im Körper viel besser wirken. Und das haben die Großen aufgegriffen. Du hast ja verschiedene Möglichkeiten, Wasser zu energetisieren, Wasser zu strukturieren. Einmal kannst du das mechanisch machen, nach Schauberger, statt den normalen Trichter, das kannst du machen. Du kannst es thermisch machen. Wir kennen das zum Beispiel beim Wasserkochen. Ja, die Diäten benutzen warme Getränke, weil die eine Art Energieüberschuss thermisch in den Körper reinbringen. Jetzt kannst du das elektrisch machen, magnetisch, also Grander zum Beispiel, oder die höchste Form elektromagnetisch. Wir sind auch ein elektromagnetisches Wesen, deswegen kommt es uns am nächsten, das heißt, das Wasser wird erstmal gelöscht. Wichtig ist hier, Sam, Lakowski hat vor 100 Jahren in einem seiner Bücher geschrieben, wenn sie früher, da hat er Menschen gesucht, die Krebs hatten, in einem Dorf, wo es kein Leitungsnetz gab, gab es auch keinen Krebs. Mhm. Das heißt, das Leitungsnetz ist mit dafür verantwortlich, dass ich dort Frequenzen einfange, an das Wasser die Information weitergeben, dann fließt es mehrere Meter, Kilometer teilweise und die Menschen führen das zu sich. Und wenn diese Frequenz nicht optimal für den menschlichen Körper ist, fängt das Zellwasser an, nicht mehr richtig zu arbeiten. Und es wird hier über dieses elektromagnetische Feld als erstes die Information gelöscht und danach die neue Urfrequenzen, die wir ja brauchen, die Sonnenfrequenz 150 MHz, die Erdfrequenz und die Wasserfrequenz draufgespielt. Ja, das ist wie bei einem Rohling, der erstmal formatiert werden muss und dann mit neuen Informationen wird das draufgespielt und dann der Zelle zellgängig gemacht wird. Das ist wie, wenn du Wasser aus dem Wasserhahn trinkst, das muss ja erstmal gefiltert werden. Da hast du Hormone, Medizinrückstände, Schwermetalle, das sollte gefiltert werden. Filterst du das nicht, muss sich der Körper filtern. Ja? Im Laufe der Zeit kriegst du Probleme, zum Beispiel bei den Nieren. Und wenn du
praktisch im Vorfeld filterst, hat der Körper eine Entlastung. Und das ist mit Frequenzen auch. Und das Schöne ist, man schmeckt das. Ja. Nicht nur wir, die Kinder, aber auch die Tiere. Und ich beobachte das bei uns beim Hund. Ein Hund trinkt in der Regel kein Leitungswasser. Das mögen die nicht. Gehst du mit dem Hund Gassi und es hat frisch geregnet, dann ist eine Pfütze, dann schlappern die aus dieser Brühe draus und die sagen, oh, Gitte, Gitte, das würde ich nie trinken. Aber die gehen ihrem Instinkt nach, die spüren, dass dieses Wasser energiereich ist, ja, egal ob da jetzt ein bisschen Verdreckung drin ist oder nicht, das macht der Körper in der Regel schon ordentlich mit weg. Und dann sabbert oder dann trinkt dieser Hund dann praktisch aus dieser Pfütze mit raus. Und das passiert hier genauso. Würdest du denn sagen, dass ein Leitungswasser, was dann ungefiltert, tatsächlich aber mit dem Tesla-Oszillator behandelt ist, wäre schon ausreichend gereinigt oder in die richtige Information gebracht? Oder empfiehlst du immer auch noch einen Vorfilter? Das würde ich immer empfehlen, weil ich einfach zu viele Messungen miterlebt habe, wie das Leitungswasser kontaminiert ist mit verschiedenen Stoffen, die einfach nicht in den Körper reingehören. Und das gehört für mich seit 1997 dazu. Also jegliches Wasser, was ich zu Hause trinke, ist gefiltert. Klar, wenn du unterwegs bist, kannst du die Möglichkeit nicht immer vornehmen, aber zu Hause oder im Büro gibt es bei uns nur noch gefiltertes Wasser ins Glas. Ja, zurück aber zum Tesla und zur Behandlung. Es ist ja so, dass man sich erstmal seinen Tesla Wasser macht, bevor man in die Behandlung geht. Ich habe jetzt verschiedenste Versuche durch, kann verraten, ich habe ja diese Vitiligo, die ich jetzt mittlerweile nicht mehr als Krankheit oder als Manko ansehe, sondern okay, das ist halt eine Besonderheit, da musste ich auch erstmal mich mit arrangieren. Aber durch die Behandlung dann mit dem Tesla ist die Haut deutlich besser geworden. Jetzt hast du mir natürlich auch gleich einen Tipp mit auf den Weg gegeben, die Leber zu behandeln und als kleines obendrauf mit den Schüsslersalzen zu arbeiten. Wie intensiv nutzt du die Schüsslersalze auch in der Kombination mit dem Tesla? Und was können wir unseren Zuhörern, Zuschauern jetzt als Impulse mitgeben? Die Schüsslersalze verbessern die Leitfähigkeit in der Zelle. Hast du einen Mangel, ja, von gewissen Mineralien, kommt es auch zu Störungen in der Zelle. Und der Dr. Schüssler hat vor 150 Jahren angefangen, damit zu experimentieren, in einer hohen Potenz dementsprechend Informationen weiterzugeben. Dazu gibt es auch ein tolles Buch, Dr. Tesla meets Dr. Schüssler, wo diese Themen beschrieben werden. Und es gibt für jeden Bereich eine Unterstützung an Mineralien, logischerweise energetisiertes Wasser und Energie. Und wenn du diese Bausteine zusammenbekommst in den Körper, kann der sich wieder vollständig regenerieren. Wir haben von unserem Schöpfer ein Programm in uns, wo jedes Organ, ob das die Haut ist, ob das die Leber, die Nieren sind, die Bauchspeicheldrüse, innerhalb von einigen Monaten, sagen wir mal in einem Jahr, ist jedes dieser Organe vollständig erneuert. Das heißt, aber auch nur, wenn die dementsprechenden Informationen in Form von Mineralien, Kristallen zur Verfügung stehen, gutes Wasser und auch Energie mit der dementsprechenden ordentlichen Frequenz. Wir reden nicht von Mikrowellen. Die sind für uns Menschen nicht geeignet, weil wir seit Jahrmillionen nicht auf Mikrowellen geeicht sind. Wir brauchen diese Radiowellen, die wir auch von der Sonne zugeschickt bekommen. Wir kennen es noch von früher, wo wir die Radios eingestellt haben und du hast den Sendersuchlauf und jetzt hast du zwischen den Sendern immer so ein Rauschen gehabt, ja? Und das ist ein Rauschen, welches aus dem Universum aufgenommen wird. Ja? Und dieses wird von unserer Technologie verstärkt und direkt den Zellen zur Verfügung gegeben, damit diese Zellen mit dieser Information was anfangen können. Wie oft würdest du denn dann empfehlen, sich zu behandeln? Also ich bin immer noch in meinem Experiment, weil vielleicht bekomme ich ja die Haut tatsächlich, wie du sagst, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr so, dass von der Vitiligo gar nichts mehr über ist. Aber was würdest du mir dann anraten, beispielsweise in meinem Selbstversuch? Wie oft sollte ich mich ja mit dem Stab behandeln? Naja, es ist im Prinzip so, die Frage ist, wie lange willst du gesund leben? So lange, wie es geht. Ja? Und so ist es hier auch. Du unterstützt ja, wenn du jeden Tag eine gewisse Befeldung im Selbstversuch machst, eine Viertel, eine halbe Stunde, eine Stunde teilweise, unterstützt du den Körper bei seinen Tagesaktivitäten in der Organuhr. Ja? Auch jedes Organ muss sich doch erneuern. Ja? Wie oft erneuert sich das Organ? Jeden Tag ein bisschen. Und du unterstützt dann diese Prozesse. Das heißt,
jeder, der sich dementsprechend mit Hochfrequenz befeldet, unterstützt den ganzen Körperaufbau. Würde ja aber bedeuten, dass natürlich auf der einen Seite eigentlich jeder Haushalt so ein Gerät haben sollen, dürfte, wollte, wie auch immer. Und auf der anderen Seite auch ein gewisses, naja, eine Abhängigkeit will ich nicht sagen, aber okay, ich muss da jetzt dann jeden Tag schon was mit mir tun. Geht das auch, dass ich sage, einmal die Woche oder alle 14 Tage? Wie ist das für Menschen? Mhm. Weil auch nicht jeder kann sich so ein Gerät leisten, ja? Mhm. Ja, was heißt eine Abhängigkeit? Also du musst ja jeden Tag auch deine Schritte tun, ja? Du musst körperlich etwas machen. Use it or lose it, ja? Betätigst du deinen Körper nicht, reizt du den nicht, dann kann er nicht wachsen, kann er sich nicht stärken, ja? Und dann geht er zurück, ja? Also das heißt, du musst den Körper herausfordern. So ist es hier auch, dass du den Körper unterstützt jeden Tag. Und die normalen Hochfrequenzgeräte, die es in den letzten Jahrzehnten in Deutschland gab, wie zum Beispiel Papimi, Rehatron, Terracell, die kosten alle so zwischen 30.000 bis 50.000 Euro. Das kann sich ein Normalbürger nicht leisten, Ärzte, Therapeuten. Vor über 100 Jahren gab es viele dieser Gerätschaften in Privathaushalten. Das habe ich recherchieren können durch meine verbotenen Bücher, die man gerne über uns, über euren Kanal anfordern kann. Und wir liegen hier in einem Segment, welches zwar immer noch von der Preisgestaltung ordentlich ist, aber auf jeden Fall machbar, wenn man sich auch zusammentut oder ein bisschen drauf spart, weil es geht um eine Gesundheit. Und Gesundheit ist immer eine Hohlschuld, keine Bringschuld. Nicht der Arzt, nicht das Krankenhaus. Niemand kann mich gesund machen, sondern ich mich selber. Ich muss schauen, was ist das Thema, wie ist das aufgetreten, habe ich das selber verursacht? Liegt es vielleicht in der Familie schon mit eingekleidet, ja, in den Ahnenthemen? Und Dieter Bröers hat immer mal wieder davon geredet, mit der 150 Megahertz können wir die Seele befelden. Mit den 150 Megahertz kriegen wir die auch in Resonanz, also nicht nur die Zellen, wo wir die DNA-Resonanz mit 150 Megahertz erreichen, sondern auch hier seelische Bestandteile in Schwingung bekommen. Und Menschen, die sich dann befelden an verschiedenen Körperstellen, kriegen auf einmal, wenn sie mal die Augen zumachen oder einfach so tagträumen, kriegen sie Ideen bzw. Eingebungen, Erinnerungen. Und um die gilt es, die aufzulösen. Wie man es aus der Familienaufstellung und aus anderen Themen kennen, weil wir haben alles in unserem Körper. Wir haben einen Kosmos, 80 Billionen Zellen, eine immense Schwarmintelligenz. Jede Zelle ist ein besseres Messgerät, als wir Menschheit jemals gebaut haben. Ja? Die kommunizieren untereinander. Und wenn ich diese Intelligenz in mir fördere, meine Intuition, die habe ich selten in den ersten Lebensjahren, wie Mathematik. Du kannst dich mit dem Dreijährigen nicht über Pythagoras unterhalten. Aber es geht dann mit 8, 9, mit 10 Jahren los. Und so ist es mit Intuition. Mit 12, 15, 18, 20. Der andere braucht vielleicht 60 Jahre. Aber irgendwann mal hat er das Verständnis, wie das Innere, die innere Kommunikation funktioniert mit dem Hören selbst. Ja, also dazu muss man vielleicht noch einmal in den Anwenderbereich gehen. Ja? Es ist ja, im Grunde ist dieser Tesla-Oszillator für alles machbar oder nutzbar. Ob es eine Grippe ist, die du hast, ja, also fangen wir mal mit banalen Halsschmerzen an, habe ich nämlich auch ausgetestet. Da war sowas zwischendurch jetzt mal und dann habe ich eben den Tesla genommen und habe ihn mir einfach an die Stellen gehalten, wo ich halt innerlich dachte, okay, wenn ich hier außen dran gehe, erreiche ich die Schmerzpunkte. Das ging nach 2 Tagen, also nichts im Vergleich zu dem, wie ich sonst mit Halsschmerzen umgehe, wie sie dann bei mir auf die Bronchien schlagen, also wie das so sich verfestigt sonst bei mir im System, wie ich weiß, dass ich dann Atemnot bekomme, etc., etc. War alles nicht vorhanden, also ich war begeistert. Dann hatte ich einen anderen Fall auch hier in der Familie, da ging es um viele Tage hohes Fieber. Und irgendwann habe ich gedacht, mein Gott, ich meine, der Tesla wird ja warm an bestimmten Körperregionen mehr als an anderen. Das ist ja wie so eine Art Fieber, was man damit auch erzeugt. Ja? Und dann habe ich gedacht, gut, ich probiere das aus und habe eben den Fieberpatienten damit dann auch behandelt. Ja, einen Tag später war das Fieber weg und blieb dann auch weg. Und das war vorher relativ dramatisch schon. Ich weiß nicht, ob es jetzt der Tesla am Ende war oder ob die Heilphase sowieso schon ihren Abschluss gefunden hatte. Will aber damit sagen, im Grunde, ob du den Knöchel verstaucht hast und da den Tesla dranhältst, ob es die Halsschmerzen sind, ob es eben so ein Infekt ist, der Tesla ist ja für alles einsetzbar.
Auch für die Zähne zum Beispiel. Ja. Und wenn wir mal zurückgehen, unsere Vorfahren Hippokrates hat vor 2007 Jahren was gesagt, gebe mir die Macht, Fieber zu erzeugen und ich heile jede Krankheit. Und darum geht es, ja. Alle Prozesse in der Regeneration zu unterstützen. Und da sogar der Knochen sich regeneriert, zwar nur 10% pro Jahr, aber wenn jemand einen Knochenbruch hat, ja, hat er eine Heilungszeit von, ich sag mal, 6, 7, 8 Wochen, dann kann man das mit der Hochfrequenz halbieren. Und das ist auch gerade im Spitzensport, ja, oder bei Wunden. Aber auch Menschen, die das Ganze begleitend zu einer Chemotherapie machen. Mir sind Quellen zugänglich aus Russland, Studien, wo die damals getestet haben in der Strahlentherapie oder mit einer Chemotherapie. Und die konnten die Dosis der Chemotherapie um 70% reduzieren. Das heißt, der Körper wird um 70% weniger reduziert. Es gibt ja Tumorarten, die reagieren gar nicht auf Chemo. Jetzt werden die vorher befeldet. Dadurch wird der Tumor aufgeweicht. Tumor ist ja nichts anderes wie Schwellung. Und jetzt kann diese Chemotherapie, ich bin jetzt kein Freund von Chemo, aber ich kann nur sagen, dass in den Studien gezeigt wurde deutlich, dass du mit Hochfrequenz bessere Werte für die Chemo erreichen konntest. Und es gibt ja trotzdem sehr, sehr viele Menschen, die extrem viel von diesen Stoffen in den Körper, aus welchem Grund auch immer, einführen müssen. Und hier ist doch wichtig, dann über die Lymphe, das endlymphatische System, diese Gifte zu binden und abzutransportieren. Weil hier müssen die Menschen unterstützt werden. Würdest du dazu dann auch immer noch was Orales empfehlen? Also sprich eine Alge oder ein Zeolit oder sowas, um dann mit auszuleiten und Stoffe zu binden? Oder wie gehst du davor? Na gut, da gibt es ja viele Spezialisten, ob das der Professor Hecht ist, Dr. Mutter. Im Prinzip gibt es viele Stoffe, ob das ein Zeolit, Glutathion, was man zusätzlich dem Körper zuführt. Ich kann nur eins sagen, ob dann Schüssler oder Borax oder alle diese guten Stoffe, die dem menschlichen Körper hilfreich sind, können über das Wasser energetisiert werden, weil du nimmst ja diese Wirkstoffe mit ein, lädst die auf und dadurch ist die Wirkung verdreifacht. Egal, ob du Zeolit zu dir nimmst oder sonst was oder Vitamin D oder Vitamin C, du kannst diesen Wirkstoff verdreifachen. Das heißt, entweder du brauchst nur die dreifache Menge, sparst am Geldbeutel oder nimmst die gleiche Menge und holst die dreifache Wirkung raus. Und das ist doch schon ein großer Vorteil für die Gesundheit. Absolut. Und das Wichtige ist halt, das ist halt alles kompatibel mit dem Tesla-Oszillator. Also weil es die menschliche Zellkommunikation aufgreift. Das heißt, unser Kohlenstoff liegt von der Resonanz bei 149 Megahertz. Und nach Wasser, also Wasser ist der Hauptbestandteil für menschlichen Körper, ist Kohlenstoff. Und die Russen haben einen Weg gefunden, ja, die Sonnenfrequenz, die Wasserfrequenz und aber unsere grobstoffliche Materie in Resonanz zu bringen. Und ich finde, das ist ein absoluter Segen und das bestätigt diese Zehntausenden von Erfahrungsberichten. Wir kriegen tagtäglich Menschen, die uns erzählen, vom Tinnitus, Herzproblemen, Prostata, Blase, Gebärmutter und, hat sich wieder reguliert. Warum? Weil der Körper sich erneuert. Und wenn du diesen Prozess unterstützt, dann wird es einfach besser. Da muss ich ja fast die rhetorische Frage stellen, warum gibt es diese Geräte nicht überall und auch vor allen Dingen in Krankenhäusern, an jedem Bett und in Praxen, damit die Menschen eben in den Genuss kommen, sich selbst damit ja zu heilen, weil es im Grunde ja die Selbstheilung anregt. Ja, also es hat mich auch gewundert, als ich dann angefangen habe zu recherchieren, diese verbotenen Bücher von Professor Ewald Paul, Verjüngung mit Hochfrequenz und auch andere Dinge herausgefunden habe. Es gab früher über 500.000, vor 100 Jahren, dieser Geräte allein in Deutschland. Es gibt in Peking mittlerweile 2 Kliniken, Alternativkliniken, die haben in jedem Zimmer sind 2 Betten und jedes Bett hat ein Tesla-Oszillator am Bett. Das heißt, das sind die Patienten, aber auch die Besucher, die dann kommen und behandeln dann den Patienten. Gibt es zahlreiche Videos, die kann man sich gerne in unserem Kanal bei uns anschauen oder von der Corinna sich dann die Infos auch geben lassen. Also logischerweise gibt es viele Studien, die meisten sind aber leider nicht zugänglich. Ich habe halt das Glück, durch meine russischen Quellen da ranzukommen und auch dieses Verständnis dafür zu bekommen, wie wichtig dieses Wasser ist. Wasser hat ja normalerweise
im Krankenhausalltag, beim Arzt, ja, doch gar keine, das interessiert sich doch gar nicht. Normalerweise müsste doch jeder Arzt erstmal kommen, also fragen, wenn ein Patient kommt, wie viel Wasser, welche Wasserqualität führst du zu dir? Weil du nimmst 2 bis 3 Liter pro Tag zu dir. Und wenn du nur Mineralwasser, ja, welches ja auch mit Kohlensäure angereichert ist, damit es überhaupt verkauft werden kann. Und wir denken, das ist ein vitales Wasser. Das ist es nicht. Ja? Wir brauchen Wasser, welches eine Quellqualität hat. Ja? Damit es die Dinge, die vor 100 Jahren normal waren, weil vor 100 Jahren hat von 100 Menschen nur ein halber Krebs bekommen. Und heute sind die Zahlen viel, viel höher. Und wir müssen da wieder zurück verstehen, warum waren die Menschen damals robuster. Jetzt hast du gerade was gesagt, kam mir eine Frage auf, glaubst du, dass auch ein Ausleiten von den Stoffen, die wir gerade durch die Impfung bekommen, mit dem Tesla möglich ist? Wir haben es in der Praxis durch viele Selbstversuche schon bewiesen, aktiv nach diesen Peaks, wo dann sogar eine Wunde sich gebildet hat und ein Sekret rausgedrückt wurde vom Körper, ja. Und jetzt kommt es halt darauf an, wo verteilt sich das im Körper? Man muss dann wieder schauen, wie binde ich das wieder? Wir haben zum Glück eine hohe Intelligenz und ob das Graphenoxid etc., das sind Stoffe, die dann dementsprechend wieder unschädlich gemacht werden können. Ja, aber das ist ein Prozess. Man muss dann ein bisschen verstehen, wie wirkt das im Körper, wie muss ich das binden? Muss ich da vielleicht mit Ozon nachhelfen, damit das Ganze dementsprechend wieder gut aus dem Körper ausgeleitet wird. Zumindest so viel, dass der Körper nicht langfristig geschädigt wird und bleibt. Ja, jetzt würde ich gerne einmal für die Zuschauer an dieser Stelle sagen, du würdest uns diese verbotenen Bücher sozusagen rausgeben für alle, die interessiert sind. Wir werden irgendwie eine Verlinkung stattfinden lassen zu einer Dame, die für dich eben tätig ist, die dann Ansprechpartnerin ist, die auch noch viele Fragen beantworten kann, die kommen von unseren Zuschauern. Und ich würde aber gern noch einmal nachbohren vom Tesla-Oszillator weg, denn du hast ja durch die Kontakte nach Russland und selber Tüftler sein, ich nenne das mal liebevoll Tüftler, ja, noch ein paar andere Sachen in den Schubladen. Kommt irgendwie demnächst, was uns Menschen noch weiter gut tut von dir auf dem Markt? Was wäre das? Ja, es sind einmal andere Befeldungsmethodiken für die Zähne, dann eine Platte, wo du, also eine flexible Sonde, wo du dich drauflegen kannst. Für Tesla Air haben wir einen Ozongenerator entwickelt, der im Haushalt eingesetzt wird, damit du überall beim Duschen, beim Händewaschen immer keimfreies Wasser hast. Denn ich habe mich vor 2 Jahren gewundert, hier auf Mallorca haben die am Strand, draußen hat es 30 Grad, 32 Grad, haben die Duschen ausgeschaltet. Ich habe mich gefragt, warum schalten die Duschen aus? Ja, du kannst doch 2-3 Meter Abstand halten, da passiert ja nichts. Trotzdem waren die Duschen 2 Jahre ausgeschaltet, ja, oder 1,5 Jahre. Und dann habe ich mir logischerweise die Studien von Wilfried Södemann zu Gemüte geführt. Und der hat über 10 Jahre etwas erforscht, dass hier über das Wasser beim Duschen durch die Aerosole, Legionellen, Retroviren, Influenza-Viren, über die Nase aufnimmt. Der größte Teil unserer grippalen Infekte kriegen wir übers Duschen. Und dazu haben wir eine Lösung. Und diese Lösung wird im September, ist Produkt fertig, produktreif und kann auch über die Corinna angefragt werden. Des Weiteren haben wir einen Resonator entwickelt, damit du zu Hause auch diesen Wasserfalleffekt hast, wo du beim Duschen ja, die 150 MHz, also quasi ganz Körper, ja, über dieses Feld mit aufbauen kannst. Wir haben eine intelligente Kleidung haben wir entwickelt für die Brüste oder wie so ein Nierengurt, wie man es vom Motorradfahren zum Beispiel kennt, wo dann unsere flexiblen Spulen mit eingearbeitet sind. Ich zeige nochmal vielleicht ganz kurz, wie diese Energie übertragen wird. Ja, du hast dann praktisch hier, ich hoffe, man kann es sehen, oder? Ja. Leuchtet etwas? Wo dann praktisch dann diese Energie übertragen wird. Und du bist dann in der Lage, deine Organe oder wenn jemand ein Thema hat mit einer Brust, ja, eine flexible Spule mit dem kleinen Akku, ja, abgeschirmt, dementsprechend auf die Brust für 24 Stunden, 7 Tage die Woche einzuwirken, damit die Regulation besser vonstatten geht. Und das ist für mich die Zukunft, dass wir intelligente, heilbringende Kleidungsstücke entwickeln.
Das ist ja so eine Art Tesla to go dann, ja? Ich muss jetzt mal das typisch deutsche Wort benutzen, haha. Genau, das stimmt. Das wäre ja letztendlich auch wieder für jeden wichtig, der Wert auf sich und seine Zellerneuerung legt, zu sagen, ich habe irgendwo am Körper so einen Teil und regeneriere permanent. Und vor allem, es ist aktiv, weil wir ja passiv permanent durch verschiedene andere Netze, jetzt reden wir über 6G mittlerweile, also das geht ja immer weiter, wo das Ganze dann von der Störung auf die Zelle eingeht. Und so kann ich über eine dementsprechende Unterstützung, elektromagnetisch, Solarplexus oder wo ich es auch gerne am Körper haben möchte, mein System stärken und ich kann das dann wirklich über 1,5 bis 2 Meter messen. Das heißt, mein Feld ist dann stärker wie das, was von außen kommt. Und das ist physikalisch nachvollziehbar. Gibt es dieses Tesla to go dann schon? Oder wann? Ja. Okay, ich stelle mich natürlich als Probandin zur Verfügung. Ne? Genau, also ich denke, dass wir Mitte, Ende Herbst soweit sind. Super. Ich glaube, das war jetzt reichlich. Viele schöne Informationen und ich habe es jetzt auch verstanden, lieber Arthur. Werde weiter an mir herum experimentieren und vielleicht sehen wir uns in dieser Konstellation auch nochmal wieder und berichten den Zuschauern von deinen neuen tollen Errungenschaften. Ja? Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ein Lächeln.